kotzt mich an. Tschüss. Und damit hallo und herzlich willkommen bei The Forest. Lisa geht pennen. Was, ja. Schlafen? Ich habe gerade gegessen. Ja, ja, geh warum mal machst pennen. Du das denn? Weil ich fast nichts mehr hatte. Warte mal, Z ist pennen. Flömp. Hingelegt. So, Project Sinkhole geht weiter. Und regnet immer noch. Und eigentlich müssten wir hier mal unser Haus fertig kriegen, ne? Aber jetzt muss ich hier fressen und... Ich bin gedürstet. Und ich bin satt. Warum ist denn unsere Schildkröte so wenig voll? Ich verstehe das nicht. Weil ich da gerade was getrunken habe. Ja, aber... Es hat doch jetzt die ganze Nacht geregnet. Die könnte ja mal voller sein. Jo. So, ist hell genug. Hack mal einfach nochmal weiter hier. Es tut mir leid, dass wir viel bauen, aber das ist ein Survival-Bauspiel. Guck mal, hier ist ein Baum. Oh, ich baue ja mal noch ein Vogelhaus ran. Deswegen klicken und bauen wir die ganze Zeit. Und irgendwann möchte ich noch ein Baumhaus. Wobei, das wäre eigentlich hier schlau, ne? Ich habe übrigens angefangen, uns einen Ofen zu bauen in unserem neuen Häuschen. Einen Steinofen. Ein Ofen? Oder... Nein, Kamin halt. Im Haus auch. Ja, ja. Ein Kamin. Ich denke, in unsere Butze regnet es da noch rein. Möglich. Ich will ja eigentlich in dem Spiel auch irgendwann mal ein Doppelstockhaus bauen. Ein Doppelstockhaus. Wozu denn das? Lisa, du stellst die falschen Fragen. Nicht warum. Warum nicht? Weil wir kein Doppelstockhaus brauchen und dann ewig weiter Holz sammeln müssen. Wer sagt denn sowas? Na, ich. Hast du gerade gehört? Ja, dann sieht man bei deinem Let's Play eben, wie du sinnlos Leute klatschst. Ich was finde, auch überhaupt nichts bringt. Spaßiger. Klar, es bringt mir Arme und Beine und Köpfe zum Effigy bauen. Ja. Und ich tue was fürs Vor. Für das Vor. Silly. Lizzie. Na, was auch immer. Weapon Display. Stick Frame. Birdhouse hier. Es regnet, es regnet. Die Erde wird nass. Habe ich da gerade ein Stück gesehen? Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Hallo, Näschen. Was? Da waren ganz viele Hasen. Ich dachte, ist du meinst Falle nicht. Eigentlich mal wieder zugeschnappt? Nein. Nee, aktuell noch nicht. Außerdem brauchen wir bloß noch 64. Und bloß noch 63 Steine. Was? Ist das euer Ernst? Steine. Ach so, für den Kamin. Ja, jetzt sind es bloß noch 58. Was? Baumfeld! Wuhu! Was ist denn hier passiert? Hier rollen schon wieder... Oh, hallo. Ey. Was ist wo passiert? Na, hier liegen schon wieder Sachen rum. Hm. Aber jetzt haben wir... Was? Oh, jetzt haben wir endlich mal Nutzen für die ganzen blöden Steine, die hier immer rumliegen. Unser Ofen nimmt Form an. Kamin! Hoppe! Sa! Ey! Was dem Hoppel einfällt. Ach, guck mal hier. Ja, ja, Leute. By the Forest ist was los. Es ist übrigens bald soweit. Es ist bald der 30. Ja, ja. Ach, cool. Ist schon tot. Hier lag übrigens gerade eine tote Echse. Ah, okay. Ich geh mal hier oben Bäume hacken. Du, das, den großen wollte ich stehen lassen. Am Eingang. In hier? Ja. Okay. Innen oder außen? Innen. Ich wollte da noch so ein Gazebo oder sowas draufballern. Okay. Dass wir dann einen besseren Status haben, um die Typen von oben wegzuklatschen. Ey, check. ey, komm. Ich baue übrigens noch einen Kopf. Riesenarme. Spinne! Alter, die habe ich weggematscht.
Alter! Ja, dann müssen wir da aber nochmal Viecher suchen. Was? War da wirklich eine Spinne? Ja! Kann man in meiner Aufnahme sehen. Auf meinem Channel kann man eine Spinne sehen. Ja, und wie ich sie getötet habe. Eiskalt. Ganz der Killer, der ich bin. Na, den Baum hat's aber weggerollt. Alter, immer noch 47 Steine. Rabbit. Ich helfe dir gleich oben. Ja. Ich habe einen Salamander geklatscht und habe den wieder hingehangen. Okay. Wenn sich Leute wundern, warum wir hier tatsächlich sowas machen, ich bin ganz ehrlich der Meinung, das gehört zu einem Survival-Let's Play dazu. Das ist hier kein Zusammenschnitt. Ich sage es gerne nochmal. Alter, wie schnell spawnen denn die Steine hier? Die Steine haben eine Respawn-Rate von einer Sekunde. Ihr könnt aber gerne Vorschläge machen, was wir stattdessen noch mit zusätzlich tun sollen. Ja, das könnt ihr gerne. Also wir sind dafür Vorschläge offen. Wir nehmen nämlich... Genau. Wir produzieren The Forest nicht so weit im Vorfeld. Ey, was stimmt denn mit den Steinen hier nicht? Ich gehe rein, setz die Steine, die spawnen instant wieder. Das ist voll verwirrend, Alter. Und der Kerl kann schon wieder nicht... Oh. Der schleppt drei Steine und hat die Ausdauer von einem Flusskrebs, ey. Sinnlos. Ja, das hat er wohl. Bobo, ey. Ah, Apfelschorle. Wird es eigentlich gerade wieder dunkel? Es ist schon dunkel. Hä, wo ist es denn dunkel? Na, ich stehe oben im Schatten. Das ist ja wieder was ganz anderes. Ja. Aber das sah aus, als ob es schon wieder Nacht wird. Es liegt hier schon wieder neues Steinzeugs rum. Das ist ja witzig. Wenn so schnell mal die Bäume nachwachsen würden, wie die Steine hier respawnen. Salamander! Alter, könntest du dir ja aber sofort wieder alles zuwachsen. Alter, könntest du mal... Oh, jetzt ist meine Ausdauer wieder hin. Ja. Oh. Echt mal. Oh. Dieser Kacklappen, selbst ich hätte den Salamander eher gefinisht. Mit der Hand. Er wirkt. Der geht mir auf den Sack, jetzt nehme ich den Speer. Na, endlich. Da muss man erst wieder böse werden. Da unten liegt noch ein Stein. Da steht er da. Weil er dreimal im Kreis um den Salamander gerannt ist. Der Kacklappen, ey. Ist ganz schön finster hier. Ich komme gleich mal zu dir. Oh, wir haben einen Hasen gefangen. Cool. Denk dran, dass du mit dem Stick die Falle wieder aufstellen musst. Ja, erstmal muss ich den Hasen rausnehmen. Erstmal komme ich zu dir. Also ich hoffe, dass wir jetzt in den Episoden einfach mal das Dach hier fertigstellen, damit wir mal hier eine richtige... Alter! Eine richtige Hütte haben. Bestimmt. Außerdem soll es ja auch bald mal wieder ein bisschen geiles Gameplay geben, ne? Oh. You're cold and wet. Build a fire to get dry. Ja, ja. Wieso ist denn das eigentlich schon wieder Nacht? Die Nächte sind viel länger als der Tag. Das kann sogar tatsächlich so sein, dass das so ist, ja. Weißt du was? Ich würde gerne mal sehen, wo ich hier hinrenne. Du musst dir dein Feuerzeug anmachen. Ach, das ist eine gute Idee. Man sieht ja wieder nichts in der Aufnahme sonst. Muss ich kurz mal aufwärmen. Mein Bildschirm friert. Ich hab schon wieder Eis. Ja, meiner auch.
Komm jetzt auch gleich rein. Wobei ich eigentlich schon hier den Salamanderschutz... Ach nee, der Salamanderschutz, der bringt ja nichts bei Temperaturen, ne? Nee, du musst das Reh wärmt. Das Reh wärmt, ich lege mich in ein Reh, ich bin Luke Skywalker. So. Wärmen wir uns kurz mal auf. Das ist wie im RL, Alter. Wie im RL. Aber es regnet nicht mehr, also Cold and Dead kann ich zumindest nicht sein. Hallo, lauf doch mal da hoch. Ich warm jetzt hier meinen Hintern am Bonfire. Du warmst? Ja, ich warme meinen Hintern. Der macht immer Hu. Hu. Ei, hab mal Huhaha. Hu. Ja. Au. Da ist ein Salamander drin. Ich hab's mir gedacht. Jetzt nicht mehr. Das hast du fein gemacht. Ja. Wenn sich jemand fragt, was ich gerade mache, ich suche Steine. Spinne! Na komm, komm, komm. Wo holst du denn die Spinne mal her? Ich glaube, du bist. Musst du unter Stein gucken? Biester sitzen unter Steinen, la, unter größeren. La, 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 la. Also unter den Rocks, die du mitnehmen kannst. Okay. Ey. Was? Ey. Hier ist ein Baby. Die Anfeuer. I. Nee, hier ist. Beinalter. Alter. Was machst du denn? Alter. Du stirbst. Ist ja ekelhaft. Das Ding hat Brüste. Oh, das ist so wie... Oh, die Geräuschkulisse. Oh, oh. Ich sammle mal weiter Steine, ne? Das ist halt nur Geräusch. Oh, Alter, ist das laut? Sind das zwei? Soll ich mal hochkommen? Ja, bitte. Halte durch! Oh, ein Stein. Das ist weg. Deswegen will ich den Ausguck hier haben. Da ist es. Ah, da steht's. Komm ran auf den Meter. Ich geh mal raus. Geronimo! Oh, jetzt ist es tot. Ich hab's kaputt gemacht. Stirb! Der Kopf. Wo denn? Das liegt gar nicht dort, das liegt hier. Bei mir liegt's hier. Bei mir liegt's hier. Bei mir liegt es da. Das könnten sie mal noch verbessern. Guck mal, wie viele Baumstämme ich schon wieder gehackt habe. Hab ich gesehen, hast du gut gemacht. Du mein kleines Fellmonster. Ja. Ein Fellmonster. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich vergehe mich gleich an einem. Na komm, na komm. So, ich hab's in unser Lager reingeschoben. Can't carry anymore rocks. Also ich hab's ins Lager. Oh, das hat einen Schlitz! Oh! Oh, das hat einen Schlitz! Das ist ja. Alter! Können wir die Tür wieder zumachen, bitte? Du hast es da reingeschoben. Ja, ich bin drin, ja. Also, im Lager meine ich. Ja, ja. Quack, quack. Das ist ja widerwärtig, Alter. Ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob man irgendwas... Oh, Knochen!
Komm dran, wir brauchen Knochen. Hallo? Hallo? Was bellt denn hier draußen? Ich höre nichts. Ach, der jetzt ist doch. Das könnte Amy sein. Hm. Amy ist ein Hund. Alter. Kannst du bitte das Tor zumachen? Ich bin ja draußen. Ja und? Hier ist keiner. So, jetzt haben wir hier ein paar. Mal sehen, ob das reicht. Oh. Das ist echt ein... Oh, das ist aber eine, so eine schöne... Oh. Ja. Lisa, wir haben hier noch einen zweiten. Was? Alter, wie... Oh. Hallo. Warum habe ich hier 5000 Steine angekarrt? Weiß nicht. Drei Stück brauchen wir noch. Und ein Log. Oh. Zwei. Zwei Logs. Eins. Nämlich oh, nee. Zwei. Ja, okay, dann bringst du mal zwei an. Ich baue mal kurz hier so einen Rockholder oder was das ist. Ja. Wir brauchen ja Supplies. Der Rockholder. R. R für drehen. E. E für platzieren. Und ich habe ganze zwei Sticks. Wie arschig. Ich habe ein paar mehr Sticks. Ich habe es fertig gebaut, dein Rockholder. Ich habe auch das Feuer fertig gebaut. Ja! Oh, ist das widerlich. Alter, du müsstest das sehen, Lisa. Nee, ich, ja, aber ich kann das nicht sehen. Ich glaube, ich finde das doch gerade gar nicht so schlecht. Bei dir geht mehr Action, bei mir geht's mehr ekliges Zeug. Alter, lauf doch mal da hoch, ne? I am hungry. Ja, meiner ist auch Ungar. So, wir haben ein paar Steine gesammelt. Schade, dass man die großen Viecher nicht aufs Feuer schmeißen kann. Ja, die geben bestimmt viele Arme. Ich meine, das Vieh hat alleine sechs Beine. Eine funktionstüchtige Gebärmutter, schießt ja Viecher raus. Läuft. So, ingame was getrunken und auch jetzt was getrunken. So, wir sind ja aber noch nicht wirklich weiter. 40 Logs. Ah, das sieht aber schon schön aus, was wir hier bauen. Bis auf das schiefe Dach. Ist das bescheuert? Wo, hä? Ach, da. Hallo. Nee, das wollte ich nicht. Kannst du mal den Schlitten hochholen, bitte? Ja. Oh. Den Locksled. Kevin von Locksled? Nee, Robin meine ich. Läuft hier nicht was? Hatten wir nicht zwei? Und ja, der eine ist hinten auf der anderen Seite draußen. Ach so. Vogel! Da hast schon wieder 80.000 Bäume gefällt. Geil. Die Lisa, der alte Kapitalist. Ich finde, Z ist eine blöde Taste zum Ablegen. Wer hat mir das auf Z gelegt? Das liegt standardmäßig auf Z. Bei mir ist es G. Also fürs Droppen. Das andere ist C bei mir. Ich will mir eine Gatling bauen in diesem Spiel. Das ist wirklich was mir fehlt. So ein schönes Maschinengewehr oder so. Ich meine, bei jedem Flug bei den Amis ist doch eigentlich so ein Air Marshal dabei. Der hat doch eine Waffe. Eine Mischung. Haben wir noch die Flare Gun. Oh, wisst ihr was? Nee, das ist keine Waffe, das ist eine Flare Gun. Was soll ich machen? Ja, soll ich dem Blitz ins Gesicht schießen oder was? Und außerdem gibt es ja hier eine Waffe. Man muss die Teile nur erstmal finden. Hm. Irgendein schlauer Typ hat sich gedacht, die nehme ich jetzt auseinander und vergrabe die an 8 verschiedenen Stellen unter einem Stein, den ich nie bewegen hätte können.
Klingt vollkommen plausibel. Ich hätte ja gerne eine Mischung aus Far Cry 5 und The Forest. Far Forest oder so. Oder der Cry Forest. Cry Forest würde sogar passen, denn die schreien ja hier eh alle rum wie am Spieß. Entschuldigung. Läuft. Okay, das war laut. Wo landet man denn jetzt eigentlich, wenn man stirbt? Also man landet wieder beim Flugzeug. Ach ne, das ist ja behämmert. Jo. Ich hätte gern... Ich weiß das aus Erfahrung. Ah, ich weiß. Leider ja. Es wird wieder hell. Ja. Wieder mal eine Nacht verpennt. Ist das nicht schön? Boing. Also das Ding ist, die Lisa und ich spielen tatsächlich dieses Spiel so. Wieso? Ja, so wie wir es gerade spielen. Ich bin nur mit der Bauer und Lisa ist der Schläger. Jo. Die Lisa ist meine eigene kleine Schutzstaffel. Ich bin aber dafür auch die, die als erstes stirbt. Vor allem, da freut sie sich. Die Schutzstaffel, ne? Du weißt schon, was das ist, ne? Dass ich dein Beschützer bin? Nicht ganz. Alter, warum ist denn das Dach so groß? Die Funzel brauche ich jetzt nicht mehr, ist hell genug. Ja, damit es das Haus abdeckt. Wieso ist denn das Haus so groß? Damit wir Platz haben. Für was? Für uns und unsere Kinder. Er will denn hier in dem Wald Kinder? Der Stein ist durchsichtig, da scheint die Sonne durch. Cool. Ey! Komm her, Kollege! Na komm, 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 komm! Warte mal, das sind zwei. Lisa, komm mal hier hoch. Jawohl. Oh! Oh, jetzt habe ich einen Schreck gekriegt. Hier nimmt das und jenes und dieses. Stirb jetzt. Hey, komm zurück, du Feigling. Genau. Ja, hau nur ab, du. Dich grillen. Du Mädchen. Nee, Lisa, lass.